Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Wir sind zurück und zwar mit Flüssigkeit zu Wasser oder flüssiges Wasser zu sehen bei 50,83%, 50,84, 50,... Oh, es geht ja tatsächlich recht gut vorwärts. Mittlerweile sind wir bei 50%. Ich habe das Spiel tatsächlich ein bisschen einfach pausiert. Das heißt, ja, was heißt pausiert? Ich habe mich hingestellt, habe mir die Bildschirme angeguckt und bin, habe mir eine Serie nebenbei angeguckt. Und ab und zu mal was gegessen, ab und zu mal was abgebaut von unserem Zeug, was wir oben hatten. Ab und zu mal ein Wässerchen getrunken. Hier können wir gerade schon wieder abbauen. Und das war's im Grunde. Und habe jetzt einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Und das war momentan das, was wir gemacht haben. Die ganzen Pilze, wobei die können eigentlich, die nach unten. Wir können hier mal das reinpacken. Wir haben mittlerweile einiges auch an Auberginen. Das heißt, wir können nochmal gucken wegen Wasser. Ich würde nochmal Algengeneratoren bauen wollen. Die Dinger sind wirklich sehr effizient. Diese Bio-Klumpen haben wir, glaube ich, noch ein paar. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Algengeneratoren. Eins, zwei. Zwei. Okay, zwei. Ein paar sind zwei, nach neuester Definition. Dafür brauchen wir zweimal Wasser, auch kein Thema. Und wir brauchen dann zweimal Magnesium und zweimal Superlegierung. Haben wir, glaube ich, noch, oder? Ja, eins, zwei und zweimal Magnesium. Da brauchen wir nochmal zwei Algengeneratoren, die Sauerstoff produzieren. Die aber auch Biomasse vor allem produzieren, was ganz nice ist. Ja, und dann gehen wir ein bisschen erkunden, würde ich sagen, in der Folge auch wieder. Das heißt, guck mal, wir können jetzt hier auch schon welche setzen, weil hier dementsprechend das Wasser natürlich höher gestiegen ist. So, und dann bauen wir den ganzen See praktisch voll mit den Dingern. Einfach nur, damit wir den MTI ein bisschen hochhauen. Den Terraforming Index mit Millionen pro 1000 irgendwas. Ne, Millionen Terraforming Index. 27 Millionen haben wir da schon. Zusammen. So, 61,63, 61,64 und so weiter und so fort. Wir müssen bald was Neues freischalten. Ich glaube, der Kernreaktor war 1,5, genau, zu 1,3. Der war in greifbarer Nähe. Die Biokuppel bei 12 zu, ja, auch langsam in greifbarer Nähe. Hier das, die Heizung bei 63, das wird noch eine ganze Weile dauern. Sauerstoff bräuchten wir hierfür. Was wir auch noch bauen können, wären weitere Laser mit Aluminium. Wie viel Energie haben wir übrig? Blöde Frage. Blöde Frage, nächste Frage. Nix. Okay, vielleicht bauen wir noch einen Kernreaktor. Können wir noch einen Kernreaktor bauen? Dann reißen wir einfach nochmal ein bisschen die Energie hoch. Müssen wir sowieso später bauen. Wir brauchen eh noch mehr. Guck mal, dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bauen wir noch zwei Kernreaktoren. Auf die Schnelle. Dafür brauchen wir... Wow, okay, 6-mal Superlegierung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben nicht mehr so viel Superlegierung. Und 1, 2, 3, 4 Wasser. Und dann können wir... Moment. Ganz wichtig. Wir müssen sowieso Eis verbrauchen, wenn wir jetzt gleich auf Erkundungstour gehen. Müssen wir sowieso ein bisschen was machen. Ich will die Basis auch noch ausbauen, aber ich will auch hier weiter vorwärts kommen. Das heißt, ja, wir werden jetzt hier ein bisschen erweitern. Erstmal. Und bauen jetzt hier erstmal die Fundamente noch ran. Moinsen. So, da kommt dann die Nummer 2 praktisch drauf. Das Ding ist connected. Connecten, connecten. Wir können natürlich auch für außen. Die Nächte sind recht kurz auf dem Planeten tatsächlich. Also du hast nicht... Was war denn da gebaut? Das sieht falsch aus. In jeder Hinsicht. Das sieht sehr falsch aus in jeder... Das Ding ist eh... Ja, genau. Wer hat's kommen sehen? Wer hat's kommen sehen? Ich. Geht jetzt nicht, oder? Doch, geht. Okay, da es eh schwebt, können wir das auch rausreißen, ehrlich gesagt. Dann bauen wir das Ding irgendwie anders. Und zwar, ja, es kann halt nicht connecten, weil Mitte und so. Wobei doch, hier wird's gehen. Oder? Nee. Wird trotzdem höher, oder? Nee. Guck mal, so wäre es auf dem Boden. Hier, wir müssen den ganzen Turm einfach nur mal abreißen. Ist aber kein Problem, können wir ja machen. Wir haben ja genug Möglichkeiten. So, Reaktor 1, Reaktor 2. Das sind 100 Energie mehr, die wir jetzt zur Verfügung haben. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und damit können wir jetzt nochmal Bohrer vielleicht bauen. Okay, das ging jetzt doch schnell. Dafür brauchen wir Dünger und die Bio-Klumpen. Ein Generator T2 bringt natürlich wieder viel mehr. Man sieht es gar nicht. Sauerstoff. Ah, doch, so. Energie 27. Okay, das doppelt so viel Energie. Macht aber
Boah, 23 statt 0,8 Pflanzen die Sekunde und Sauerstoff 350 statt 127. Okay, das lohnt sich allerdings. Dafür brauchen wir Dünger. Dünger können wir herstellen. Algen haben wir unter anderem. Beziehungsweise Algen können wir natürlich auch noch abbauen. Ist auch kein großes Thema. Und wir brauchen Schwefel und Auberginen. Bei Auberginen sehe ich ein bisschen schwarz. Das heißt, wir brauchen da auch mal ein bisschen... Wir machen eine Baufolge. Also wir werden ein bisschen Basisausbau betreiben. Schwefel... Da müssen wir tatsächlich auch mal losziehen. Und dann würde ich Algengeneratoren T2 bauen wollen. So, Dünger. Und ja, für den nächsten Dünger brauchen wir wieder zwei Auberginen. Das heißt, wir werden einmal Le Kürbis raus auf jeden Fall. Le Pilz raus. Haben wir genug? Ja. Haben wir. So, Aubergine rein. Aubergine rein. So, damit haben wir schon mal 3, 4 Stück. Das ist nicht schlecht, aber wir können mehr von natürlich davon auch bauen. Das heißt, wir bauen jetzt mal die Pflanzen. Wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir Pflanzen brauchen. Und zwar auch Pflanzen, die wir selber anbauen können. Mit den Pilzen können wir auch, die Bioklumpen können wir herstellen, Silizium, Wasser. Wir kriegen allerdings, wir bauen die alten Algengeneratoren ab und bauen neue hin. Weil das einfach viel effizienter ist, wie wenn wir die alten stehen lassen. Das heißt, wir können auf jeden Fall da die Bioklumpen uns rausholen, wenn wir das denn möchten. So, das bedeutet... Wir bauen um. Brauchen wir sowieso jetzt erstmal Wasser und Nahrung. Okay, jetzt ist die Frage der Fragen. Okay, hier geht's hoch. Hier ist dieses ganze Bio-Gedönse mit Pflanzen und so weiter. Hier ist unser Biolabor, dahin ist das weitere Pflanzengedönse. Oben eigentlich hier Durchgang, Schlafraum, Heizung und so weiter, Technikrahmen hinten in die Ecke. Und hier eigentlich wollte ich so einen Schlafraum hinmachen. So eine Aussichtsplattform allen drum und dran. Die Frage ist, wo wir halt jetzt dann hinbauen. Ich würde es fast hier hinbauen wollen, in die Ecken. Wohin wir diese Pflanzdinger bauen. Zwar davon brauchen wir nochmal eine ganze Menge. Nahrungszüchter. Gibt es aber da auch nicht. Da gibt es doch auch eine T2-Stufe, oder? Von den Nahrungszüchter. Gab es nicht Nahrungszüchter T2? Oder bin ich jetzt auf falschen Dampfer? Baumsamenverteiler, cool. Ja, auch cool. Saatgutstreuer. Nur eins, okay. Nahrungszüchter, Aluminium und Wasser. Kein Problem, denn, wie gesagt, ich war ja offline. Beziehungsweise habe das Spiel laufen lassen und habe mich AFK hingestellt. Legitime Taktik, man muss nur schauen, dass man natürlich ab und zu mal was trinkt, ab und zu mal was isst. Aber das ist alle, ich weiß gar nicht, alle 10, 15 Minuten musst du mal was essen in dem Spiel. Es hält sich tatsächlich recht in Grenzen. Es gibt andere Survival-Games, die da weitaus übertreiben. Vor allem du brauchst eine Wasserflasche, um dein Wasser komplett hochzuhauen. In anderen Spielen würdest du teilweise... Keine Ahnung, so bei 10 Wasserflaschen ungefähr wird es anfangen. Das ist halt völlig unrealistisch, aber tatsächlich ist es halt so. So, wir brauchen Aluminium, kein Thema. Ja, wie viel bauen wir davon? Ein paar, oder? Gucken wir mal. Die Dinger kosten zwar auch Energie, aber wir haben ja genug Energie. Bauen wir uns hier einfach einen extra Raum? Wir können hier einen extra Raum ranbauen. Oder? Das geht, glaube ich. Titan. Ja, wir holen es aus dem Lager. Wir müssen unser Lager eh leer kriegen. Wenn ich da einen extra Raum ranbaue, kann ich da eigentlich Pflanzen reinschmeißen, oder? Ich würde die gerne hier hinten haben. Oder sowas hier. Einfach mal... Ja genau, das wird dann einfach hier so erweitert. Und da können wir auch Glas trotzdem reinsetzen, wie wir lustig sind. Aber ich würde sogar einen runden Raum nehmen wollen. Wir nehmen mal noch Kobalt mit. Aber ein bisschen Bau. Baufolge. Kobalt. Wir mal. So, ich habe noch ein Käffchen hier aus der wunderschönen... Oh, guck mal, bei 55% sind wir schon. Das Kaffee drin, der ist heiß. Nimm mal meinen Kaffee. Noch ist er heiß. Ich hoffe, ich kann ihn gleich trinken. Ich hoffe, ich denke auch dran, dass er nicht kalt wird. Meistens gehe ich dann so in dem Spiel auf, dass ich nicht mehr dran denke. Wie ist sie das blöd gefragt? Hier sieht scheiße aus, zumindest hier. Ist aber cool, dass das gehen würde. Ja, hier oben ist jetzt der Raum gedreht, Freunde. Ja, das ist, erkennst du super. So auf jeden Fall falsch rum. Kann ich da rüberbauen? Theoretisch? Das? Nee, geht nicht, weil der Raum rund ist. Das ist das hier.
In die Biokuppel kann ich nicht. Aber ich würde hier so eine Rundung noch reinbauen wollen. Einfach nur, weil wir... Warum? Weil wir es können. Das heißt, wir müssen das Ding allerdings drehen. Genau so. Und jetzt dann praktisch das Ding... Ja doch, das müsste sogar gehen, oder? Okay, das ist falsch. Ist ein bisschen doof mit der Rundung, weil du es nicht wirklich siehst. Wenn wir es hier raushalten... Das könnte passen. Ich habe es doch gerade gedreht, Freunde! Verarschen. Ich habe es doch gerade vor 3 Sekunden gedreht. What? Wieso geht das? Okay, jetzt rollt's mich. Gut, dann gehen wir halt raus und machen es von draußen. Gottes Willen. Jetzt rollt mir das Spiel allerdings. So, dass wir es sehen. Guck mal, ich geh doch so. Oder nicht? Genau, so hätte ich es gerne. Danke. Das müsste von innen eigentlich ganz gut aussehen, oder? Ja, guck mal, jetzt haben wir hier nur eine Rundung praktisch. Drin, wo wir halt hier Pflanzen einmal aus rumsetzen könnten, zum Beispiel. Das Labor. Das finde ich sogar nett. Ja, das machen wir hier. Das heißt, wir nehmen die Dinger hier, drehen die rein. So. Und bauen jetzt hier eine nach dem anderen hin. Auch die von oben dann. So, ein bisschen gedreht. Da das nächste. Dann hier wieder. Cool, wir können die jetzt sogar da reinbauen. Weil die sind nicht reingebaut eigentlich. Und so weiter und so fort. Und dass wir die ganze Wand hier praktisch mit den Dingern zugleistern. Ein bisschen. So, hier wieder einer. Hier wieder einer. Ja, und das machen wir auf der anderen Seite dann ganz genauso. Ich bin dafür, dass wir das so machen. Und dann hauen wir da dementsprechend die Auberginen rein, die Pilze rein. Was wir halt noch so haben. Kürbis brauchen wir im Moment zumindest noch nicht. Werden wir wahrscheinlich später aber auch brauchen. So, ja. Okay, wir haben noch 2 Millionen Stück davon. Dann können wir die anbauen, können die züchten, können die einlagern und so weiter und so fort. Das heißt, du hier rein, du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. So. Wie viel können wir davon noch bauen? Immer noch welche. Okay. Ich hab's vielleicht, wir übertreiben vielleicht gerade ein kleines bisschen, aber der eine und andere kennt mich. Das ist bei mir ganz normal. Damit müssen wir klarkommen. Okay. Also, wir brauchen Dünger, Klumpen, Superlegierung 2. Aber wir haben auch eine Superlegierung gebraucht. Okay. Die sind aber doppelt so effizient. Wieso klebt mein Stuhl? Möchte nicht wissen, was es ist, aber ich bin reingetreten anscheinend. Okay, das klären wir nach dieser Folge. Wir haben keinen Hund und keine Katze. Die können es nicht sein. Und wenn eine Maus ausgebrochen ist, würde der PC, glaube ich, nicht mehr funktionieren, weil der wäre durchgebissen, die Kabel. So. Gut. Brauchen wir schon mal einen Eigengenerator wenigstens? Zweimal Bio-Klumpenmasse. Was brauchen wir für die Masse? War aber auch irgendwie seltsam, oder? Silizium. Silizium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. 4. Worum müssen wir zählen? Das heißt 4 mal Silizium. 1, 2, 3, 4. Ich brauche das Zeug. Wasser. Einmal. Zweimal. Wasser fehlt. Kein Problem. Theoretisch müsste da schon wieder welches drin sein, tatsächlich. Oh, guck mal hier. Fast wieder voll. Nur aus dem Labor könnte man tatsächlich, das wäre der einzige Raum, den ich sogar nochmal ausleuchten würde, glaube ich. So, das können wir gleich wieder ringen. So, wir haben 4 mal Bio-Klumpen-Gedöns. Superlegierung, Magnesium und wieder Wasser. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Das Ding müssen wir auch unbedingt umsetzen. Apropos umsetzen. Ciao. Seit wie vielen Folgen sage ich das, dass wir das Ding unbedingt umsetzen müssen und wir haben es nicht umgesetzt bis jetzt? Er kennt mein Hauptproblem, glaube ich. So, das kommt erstmal hier hin. Hast du ein bisschen Beleuchtung hier außen? Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, geht mein Kaffee? Nee, ist noch heiß. Okay. Was brauchen wir als nächstes? Magnesium und Superlegierung. Superlegierung haben wir jetzt, glaube ich, nur 2 Stück. Wir können zwar auch welche herstellen, aber das ist echt von der Herstellung ist es gar nicht so easy. 2. Magnesium und dann haben wir es.
Also mal gucken, wie viel Energie wir jetzt nach diesem Energiemarathon noch übrig haben, aber... Ja, immerhin fast 100. So, und der Super-Algengenerator kommt natürlich auch hier dann rein. Wow, okay. Der Radius ist auf jeden Fall schon mal bigger. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Nägel mit Köpfen. Und zwar, das Ding hier kommt weg. Das heißt, tief sammeln wir ein. Ciao. Ein bisschen Platz haben wir noch. So, wir nehmen zwei Stück von den Dingern hier weg. Das müsste für einen großen reichen. Und da ist der große auf jeden Fall dann effizienter. Guck mal, bis auf der Dünger haben wir sogar alles bereits. Ja. Das ist das Problem. Jo, geht's nicht, weil die Leiter noch da ist. Aber der Raum war abbaubar. Super. Ah, wenn ich nicht zerlege. Ja, war auch klar. Du raus. Ab und zu sagt er, es ist nicht abbaubar, weil sich Zeug darin befindet, bei Leitern leider anscheinend nicht. Fertig bei 88%. Okay. Gut. Dünger brauchen wir als nächstes. Für die Dünger brauchen wir die Auberginen. Schränke. Die Dinger hier, die wachsen alle noch. Okay. Wir brauchen hier aber auf jeden Fall auch Schränke, damit wir das Zeug natürlich auch zwischenlagern können. Das heißt, die Wände hier sind super für Schränke. Das bedeutet, 1, 2, try. Die Algen müssen wir noch loswerden oder beziehungsweise die können wir hier reinschmeißen. So. Dann brauchen wir einen Schrank. Und zwar, wobei Schränke, wir müssen mal gucken, wie viel Platz da noch ist zum Durchlaufen. Wird, glaube ich, recht eng. Ah, bis hier vor müssen. Nope. Okay, da passt zumindest schon mal kein Schrank hin, aber hier. Oder? Hier in die Mitte. Naja, in der Mitte ist auch scheiße. Ja, damit kann ich leben. Bisschen im Labor darf es ein bisschen enger sein. Bisschen gemütlich. Nicht verkehrt. So. Dünger fehlt. Wie viel Superlegierung? Wie viel von dem Zeug haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Zweimal Superlegierung. Okay, wir stellen ein bisschen Superlegierung her. Wir können zwar auch noch welche sammeln gehen, aber wir stellen auch mal welche her. Einmal alles. Das heißt, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Einmal die Grundsachen, 1, 2. Das müsste jetzt jeweils einmal Superlegierung sein. Ja, einmal alles durch tatsächlich. So, und nochmal sind zwei Superlegierungen, die wir jetzt da hergestellt haben. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4. Das reicht für zwei Generatoren. Wir brauchen nur zweimal diesen Dünger. Und für zweimal Dünger, 60% fast, brauchen wir die Auberginen. Das mit dem Abbauen ist echt gut. So, das hier, das. 77%. Es regnet. Auberginen haben wir jetzt 3 Stück. 4 hätten wir gebraucht. Eine fehlt natürlich wieder. Selbstverständlich fehlt jetzt eine. So, und dafür brauchen wir 3-mal Algen. 1, 2, 3. Das ist einmal Dünger. Schauen wir mal ordentlicher Regen hier, oder? So. Einer geht noch. Einer geht noch. Rein. Wunderhübsch. So, und für die zweite fehlt uns einfach nur eine Aubergine. Dann haben wir das auch. So, damit sollten wir jetzt in der Lage sein, mehr Bio. Ja, guck mal, jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht die Biomasse vorwärts, Freunde. Und eigentlich Luftung ist auch gut.
Hier sind wir aber schon bei Millionen. Also deswegen auch. Bei 1,5 Millionen Luftdruck kriegen wir übrigens neue Rezepte auch. Und 60%. Jetzt geht's vorwärts. So muss es laufen. So. Die oberen. Ja. Abbauen. 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 Die Pilze brauchen wir gerade sowieso nicht. Abbauen. Abbauen. So. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Haben sogar noch Platz im Inventar. So. Einmal das hier. 1. Zwei, drei, ich kann nur vier hier hinbauen, okay. Vier, Aubergine rein, Aubergine rein. Wir können ja dann wieder auf Pilze auch umstellen, wenn wir es dann brauchen. Aber sehr schön. Guck mal, da haben wir hier das ganze Ding einmal voll durchgezogen. Wir können natürlich noch mehr Nahrungsdinge auch bauen. Die würde ich auch dann tatsächlich dann, glaube ich, sogar oben lassen. Müssen wir mal gucken. So, was sagt die hier? Du bist fertig. Perfekt. Der Rest ist erstmal Wurst. Verlaufen. So, Alge fehlt, oder? Alge und Schwefel. Einmal Alge. 1, 2, 3. Du musst dann die Ressourcen, die du so produzierst, wie die Algen zum Beispiel, musst du halt auch immer wieder mal abbauen tatsächlich. Und dann in Schränke lagern. Jetzt nicht kontinuierlich, weil du hast den unendlich, also mega krassen Verschleiß hast du ja gar nicht, aber so ein bisschen. So. Moin. So, nächstes. Hallöli. Bingo. Jetzt haben wir drei von den großen schon. Guck mal, da ist schon am Wachsen. So, dann nehmen wir einmal, würde ich sagen, die Algen mit. Können wir unter Wasser? Wir können laufen. Der Jetpack geht unter Wasser nicht. Wäre auch komisch. Aber wir können dieses schnell laufen, also schnell schwimmen praktisch. Dann können wir tatsächlich machen. Guck mal, da hängt sogar schon mal hier dran. So, noch hier. Können wir natürlich die kleinen abbauen eigentlich wieder. Und dann durch große ersetzen. Boah. Bei den großen hängen natürlich auch mehr Algen dran. So, wir machen es einfach mal, bis das Inventar voll ist. Boah. Okay. Jetzt ist es voll. Und es sieht auch cool aus, wenn da so ein bisschen Moos und Pflanzen und hier und da drüber ist natürlich. Biokuppel T2. Geil. Die hatten wir damals auch, ich erinnere mich, da konnte man dann irgendwas mit Bäumen, glaube ich, sogar schon pflanzen oder sowas. Da haben wir noch gar nichts in der Richtung. So. Ja, jetzt haben wir ein paar Algen. Die sollten fürs Erste hoffentlich reichen. Gut. So, da kommt das Zeug rein. Das hier erstmal rein. Die Auberginen kommen dann da rein. Biokuppel T2. Sauerstoff 1400. Okay. 75 Energie minus und Pflanzen 11 die Sekunde. Aber der Sauerstoff ist krass. Ja, wird eng. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Reaktor. Ihr merkt schon. So eine Never-Ending Story. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der Mann kann bis 9 zählen. Es ist unglaublich. So, Wasser. Dreimal Superlegierung. Wir sehen nichts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und bis 3 kann er auch sehen. 1, 2, 3. So, einmal Superlegierung. 1. Achso, Aluminium. 1, 2, 3, 4. Okay. Und dann haben wir alles. Hydration niedrig. Null Problemo. So, moin. Brauchen wir den nächsten hier, okay? Kaffee wird kalt. So, was zu essen brauchen wir dann auch wieder. So, aber... Okay, wir brauchen zweimal Dünger. Ist aber auch kein Problem, weil die Auberginen wachsen ja gerade. Beziehungsweise sind gleich fertig. Ein paar. Okay, 74%. Brauchen noch einen Moment. Und dann brauchen wir Bakterienprobe. Eine Hammer. Algen und Wasser. Auch kein Thema. Hammer. Haben wir. Wenn wir es genug haben, ist es gerade Algen. Wie viel Algen?
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stellen wir gleich einmal her. Warum? Weil wir es können. So. Superlegierung, Schwefel, Dünger. Wir brauchen Schwefel. Wir haben zwar jetzt nur einmal Schwefel, aber wir müssen dann erstmal wieder, das ist tatsächlich Schwefel, ja, wir müssen uns Schwefel organisieren gehen. Auf jeden Fall. Hier sind wir jetzt schon bei 73, ja, steigt halt, also die Biomasse geht steil. Und zwar so richtig. Biomasse war hier gar nicht drin. Warte mal, Biomasse war hier. Ah ne, du kannst umschalten. Hier, wenn wir scrollen. Hier ist sie zu scrollen. Ah ne, hier. Genau, hier konnte man umschalten auf Biomasse zum Beispiel. Diese Pflanzenrakete für 175 Kilo ist kein Problem. Pflanzen, 80 Tonnen. Gut, wir sind erst bei Kilo. Boah, Schmetterlingskuppel. Freischaltung bei 550. Cool, verschiedene Schmetterlingslarven. Schmetterlingsfarm. Geil. Blumenstreuer T2. Nett. So, 80%. Was machen die oben? Die müssten eigentlich weiter sein, oder? Oh ja. 1, 2. Schon mal wieder ein Dünger immerhin, den wir haben. Das können wir uns mal Blüte führen. Und einmal Dünger. Ah, ne, dafür haben wir auch Schwefel. Ne, Schwefel haben wir dafür nicht. Doch, Schwefel haben wir gebraucht. Haben wir noch zweimal. Wir brauchen jetzt noch zweimal Schwefel. Einmal für Dünger und einmal für die Kuppel selber. Nope. Nope. Okay. Dann machen wir es folgendermaßen. Du dahin. Du dahin. Hallo Schwefelfelder, willkommen. Okay, und dann machen wir uns einmal die Tasche voll mit Schwefel. Schönes nebenbei. Der Kaffee schmeckt sehr gut aus dieser PP-Gaming-Tasse. Sehr empfehlenswert. Da ist auch noch Zeug drin, was wir rausholen können. Der eine oder fragt sich jetzt, der vielleicht die Livestreams nicht kennt. Woher kriege ich so eine Tasse? Genau daher, von den Livestreams. Nicht käuflich erwerbbar. Ihr kriegt die, wenn ihr die Livestreams guckt. Wenn ihr die lange genug guckt, ich glaube, es dauert nur 3 Monate. Wenn ihr jeden Livestream guckt, den ich in 3 Monaten, kriegt ihr so eine Tasse. Umsonst übrigens. Ich zahle sogar den Versand für euch. Ich zahle die Tasse und den Versand. Ihr kriegt die völlig kostenlos zugeschickt. Ihr müsst nur 3 Monate lang den Stream gucken. Oh. Hallo Osmium. Hallo Höhle. Hallo, hier waren wir noch nicht. Moin. Wir haben endlich wieder Osmium. Geil. Kern. Yes. Okay, wir werden auf T2 Kernreaktor umbauen müssen. Aber jetzt nehmen wir erstmal Osmium und Schwefel mit. Bin auch mal gespannt, was der Kernreaktor T2 kostet. Okay. Aber habt ihr gesehen, wie viel Energie das Ding macht? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, große Höhle. Sehr große Höhle. Aber genau das, was wir brauchen. Schwefel und Osmium. Ach, kommen wir hier hoch zum Wrack, oder was? Ja, tatsächlich. Ach, wie cool. Okay, das ist ein Durchgang zum Wrack. Nett. Okay, das ist cool. Das heißt, es ist, glaube ich, sogar kürzer, wenn wir hier rüberfliegen, oder? Zurück. Wobei, wir haben da ja unsere Kuppel, also unser Sauerstoff. Zeltchen. Lagerchen, wie auch immer. Und die Höhle war halt komplett vereist, aber hier das Eis. Okay, hier zieht es sich noch zurück. Dauert noch. Okay, wir haben noch Platz. Ich dachte, irgendwann was Inventar voll ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Da ist ein Schwefel. Ja, moin. Wir machen uns logischerweise die Taschen komplett voll, wenn wir zurück. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie durch die Gegend fahren, machen wir uns die Taschen komplett voll. Mit allen Materialien, die wir so finden. Okay, das mit dem Wasser geht jetzt auch echt schnell vorwärts. Oh Gott. Oh Gott. Okay.
Uran, cool. So, Kaffee leer, sehr schön, das haben wir geschafft. Okay, wir sollten vielleicht auch hier noch ein paar Mal hin und her fliegen. Das Schöne ist aber jetzt, wir können auch ohne Probleme übers Wasser natürlich fliegen. So, jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Und wir haben einen See. Das ist jetzt schon mal ein See. Das ist keine Pfütze mehr, das ist ein See. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ein paar mehr von den Algendingern bauen wir auf jeden Fall. Wir bauen den ganzen See hier zu. Mit den Algen. Wir wollen hier nicht drin schwimmen. Wir wollen hier ernsthaft Zeug machen. So, einmal Schwefel und Osmium. So, Schwefel. Eins oder, ich glaube, zwei war es, die wir noch gebraucht haben. Osmium. Sehr nice. Haben wir auch wieder ein bisschen was. So, der Rest müsste passen. 66% sogar erst. Geht das hier. Algen, Algen, Aubergine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, irgendwann haben die mal einen komplett, also haben wir die auf einem Stand. Dann brauchen wir Algen. So. Haben wir und einmal eine Superlegierung. Und dann können wir das Ding bauen. Die Frage ist, ob es sich lohnt, sogar vielleicht mehr davon zu bauen. Haben wir jetzt genug Energie? Ja, oder? Wenn wir das bauen? Ich glaube ja. Wir haben keine Superlegierung mehr. Das heißt, wir brauchen einmal, 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 einmal. Wir haben kein Aluminium mehr, okay. Aber wir haben ja mittlerweile auch ein Aluminium, einen Aluminium-Extraktor, den wir vielleicht auch mal wieder leer räumen könnten. So, und die? Wo war mein Plan? Schließen wir eigentlich hier an. Okay, wir haben einen Fehler in diesem Plan. Und zwar müssten wir höher. Du kannst aber nicht höher. Das ist schlecht. Aber das wäre auch cool. Ganz ehrlich, so oben drauf wäre schon cool. Okay, geht das so? Haben wir wahrscheinlich wieder zu wenig Material für die Kuppel, oder? Nee, geht sogar. Müssen wir noch ein zweiter raus oder geht das allgemein nicht? Wir wurden gerade vom... Ich habe gerade eine Steam-Errungenschaft bekommen. Wir sollten vom... Dass wir vom Asteroiden gehittet worden sind. Es geht allgemein nicht. Warum nicht? Ist das Ding so? Nee, eigentlich müsste das gehen, oder? Dann ist die Kuppel doch im Weg. Das heißt, wir müssen noch eins weiter raus. Können dann erst die Biokuppel hier ranziehen? Ja, jetzt würde es gehen. Da nicht. Da sind die Kernreaktoren im Weg. Aber so würde es tatsächlich gehen. Oh, cool, das passt aber. Das passt hier wunderhübsch rein. Okay. Wir müssen umbauen und umplanen und umstrukturieren und hier und da und hast du noch nicht gesehen. Das bedeutet, A, müssen wir jetzt hier ein bisschen Material einsammeln. Es kommen halt leider nur immer die Standardmaterialien hier runter. Gerade sowas wie Titan, Silizium, Magnesium, Kobalt und Schlammigtod. Leider eben sowas wie Osmium ist nicht dabei. Hydration niedrig, das ist mir egal. Zack, war er tot. Kennt das Drama. Ah, na toll, Aluminium. Das Einzige, was ich brauche, fehlt natürlich jetzt. Super. So, danke. So, das haben wir. Ich glaube, hier war auch noch drin, oder? Ja, das hier haben wir. Okay, also. Sortieren. Das hier raus. 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 Moinsen.
Wo ist jetzt das Aluminium? Da. Es ist nur ein Aluminium, aber es geht ums Prinzip. Ich will das einsammeln. Wenn ich das einsammeln will, will ich das einsammeln. Hört sich doof an. Ist aber trotzdem so. So. Wo habe ich meinen Extraktor hingestellt? Wir haben noch zwei gehabt, oder? Oh, das ist gut. Wir können Licht anmachen. Wo habe ich meinen Extraktor geparkt? Es wäre übrigens sinnvoll, wenn wir den weiter vorne parken. Weil lohnt sich. Hier haben wir zumindest mal mehr Aluminium. Genau, da haben wir den Extraktor. Hier ist ganz viel Aluminium. Davon brauchen wir jetzt wieder ein bisschen was. Auch um die Superlegierung zum Beispiel herzustellen. Und so weiter. Bam. Bam, bam. Achso, ich kann den jetzt nicht abbauen. Okay, wir bringen erstmal das Material zurück. Ich kann den jetzt nicht abbauen, weil dann würden die Materialien auf dem Boden liegen, weil Inventar voll. Aber wir bauen ihn ab und bauen ihn hier hin, weil hier müsste das auch funktionieren. Und das ist dann näher an unserer Base dran, wie wenn ich jedes Mal nach da hinten fliege. Ist jetzt nicht viel, aber hey. Juhu, bin durchgeflogen, ohne hängen zu bleiben. Hat er gut gemacht. Findet unsere Base ganz nett. Oh, okay, oh cool, mit dem Jetpack kannst du reinfliegen, das ist nett. Okay, Freunde, sortieren. Eisen, Eisen, Eisen. Titan, Kobalt, 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 Magnesium, Aluminium, das ist kein Aluminium, das ist Aluminium, Silizium. Oh cool, wir können, okay, wenn die Basis lang genug ist, kannst du sogar hier drin rumfliegen, nett. So, das hier nehmen wir mit. So, jetzt bauen wir den Extraktor ab, bauen ihn ein bisschen weiter nach vorne. Wir können zwar einen Extraktor für die allgemeinen Materialien, wäre es sogar vielleicht sinnvoll, wenn wir jetzt einen vor unsere Base stellen, den wir einfach immer wieder ganz schnell ausräumen können, weil wir da alles drin haben. Das heißt, wir haben da hauptsächlich natürlich Eisen drin, was ganz gut ist, weil es auch das Material ist, was wir am meisten brauchen. Aber auch die anderen Materialien, um beispielsweise dann immer eine Superlegierung oder zwei herstellen zu können. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, glaube ich, wenn wir einen Extraktor tatsächlich auch vor unsere Base setzen. Aber den müssten wir auch weiter nach hinten setzen. Also wenn wir dich jetzt abbauen, müsste es hier vorne eigentlich genauso funktionieren, dass du Aluminium hast, oder? Mein Freund. Wenn wir dich hier hinstellen, falls ich ihn finde, also, produzierst du Aluminium? Ja. Und der ist einmal locker 5 Meter weiter an uns dran. Aber locker. So. Moin. Grad schon dabei sind. Alles Material für die Superlegierung. Na, guck mal, hier ist noch Asteroidenzeug runtergekommen. Aluminium ist halt schon mal ein bisschen seltener. Das heißt, es lohnt sich, das dementsprechend abzubauen. Ach, guck mal, die Decke wollten wir doch auch noch verglasen. Hat man doch auch noch vor. Dafür brauchen wir ganz viel Kobalt. Und auch wieder Eisen. Voll. Vor allem können wir, wenn wir jetzt die T2-Kernreaktoren bauen, können wir dieses ganze Solarfeld abreißen. Das wird spaßig. Aber hier, Kernreaktor T2, dreimal orange, aber es macht dreimal so viel Energie, oder? Ja, macht mehr Energie. Also, hier machen der Kernreaktor T2 macht mehr Energie wie der Kernreaktor T1, obwohl wir drei, also mal drei genommen, den hier mal drei, ist weniger Energie wie der Kernreaktor T2. Frag mir jetzt über nicht genau, aber so grob überschlagen ist es auf jeden Fall mehr. Das bedeutet, wir nehmen Aluminium hier raus, Kobalt hier rein, Eisen hier rein, Magnesium hier rein, Silizium hier rein und dann sind unsere, haben wir tatsächlich auch alles wieder voll gemacht, mehr oder weniger. An Material. Auberginen sind noch nicht bereit, oder? Ne, die wachsen gerade noch. Das kann hier rein. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge. Könnte es sogar schon soweit sein, dass wir die nächste Terraforming-Stufe erreichen, also sehen dann haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei Planetcraft. Tschüss.